Hallo und herzlich willkommen zum 16. Tag unserer Islandreise. Wir sind hier in Grundarfjörður auf dem Campingplatz, haben eine recht ruhige und angenehme Nacht verbracht. Der Campingplatz hat mehrere Stellplätze und wir haben uns in einen geschützten ehemaligen Steinbruch gestellt, sodass wir kaum Wind, dafür aber ein bisschen mehr Regen abbekommen haben. Aber das war auch okay. Früh am Morgen verließen wir Grundarfjörður Richtung Westen. Grundarfjörður ist von einem Küstengebiet umgeben, das zum Teil alpinen Charakter aufweist. Der Gebirgszug Helgrendur ist knapp 1000 Meter hoch. Am Fjord, direkt neben Grundarfjörður, liegt der Berg Kirkjufell. Dieser Berg hat einen spitzen, 463 Meter hohen Gipfel. Er ist keilförmig geformt. Für die Form sind Eiszeitgletscher verantwortlich, die den Berg von beiden Seiten abgeschliffen haben. Nach kurzem Stopp setzten wir unsere Reise nach Olafsvík fort. Gerade haben wir in Olafsvík einen kleinen Tankstopp gemacht und in einer Bäckerei etwas gegessen und sind jetzt weitergefahren und da haben wir ein Schild gesehen, dass es hier den Svöderfoss gibt. Wir haben gesagt, okay, dann fahren wir da mal hin, den kennen wir noch nicht und waren etwas verdutzt. Die Straße hin war also nicht asphaltiert, eine von diesen sogenannten Gravel Roads. Der Parkplatz war dann plötzlich ausgelegt mit Betonplatten. Der Weg hierhin zu dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ist mehr oder minder ja so vorgefertigt mit so Platten, dass man da ganz gut laufen kann. Ja, dann wollten wir eigentlich weiter und haben dann plötzlich gesehen, oh, da ist ja ein kleiner Bach, durch den müssten wir jetzt warten, um näher an den Wasserfall heranzukommen. Aber der ist relativ tief und das lassen wir im Moment erstmal. Also ein schönes Beispiel dafür, dass man sich doch recht gut vertun kann, wenn man recht weit einen Wasserfall oder eine Sehenswürdigkeit sieht und meint, man kann da mal eben hinlaufen. Das ist also nicht der Fall, jedenfalls nicht hier in diesem Fall. Wir setzten unsere Reise durch Hellissandur fort. Die Straße war asphaltiert und in sehr gutem Zustand. So konnten wir ohne Probleme in den Snæfellsjökull Nationalpark einfahren. In der kurzen Mittagspause besuchten wir den Skarsvík-Strand. Die grauen Regenwolken vom Vormittag hatten sich mittlerweile verzogen.
Bei leichter Bewölkung bot der gelb-orangefarbene Strand einen wunderschönen Kontrast zu den tiefschwarzen Lavafelsen. Danach folgten wir der Straße durch den Snæfellsjökull Nationalpark. Den Snæfellsjökull hielten wir immer im Blick. Dieser Berg ist ein Stratovulkan, auf dem sich ein Gletscher befindet. Dieser Gletscher bestimmt auf der Halbinsel maßgeblich das Wetter. Wir sind jetzt unterwegs hier auf dieser Passstraße 570. Am Pass von Snæfellsnes gibt es hier eine schöne Straße und die fahren wir jetzt rauf. Es ist ganz ordentlich zu fahren, aber das geht mit einem Vierrad angetriebenen Fahrzeug auf jeden Fall. Hinter mir liegt der Snæfellsjökull. Der hat eine Höhe von ungefähr 1500 Meter. Unser Auto hat uns bisher hier auf der Passstraße sehr gut vorangebracht. Und ja, jetzt geht es noch ein Stückchen weiter rauf und danach geht es schön den Berg wieder runter.
Diese Passstraße hier ist absolut grandios. Man kann schön langsam fahren und hat absolut traumhafte Ausblicke. Allerdings sollte man dabei immer das Wetter im Blick haben, denn man ist hier auf ungefähr 1000 Meter Höhe. Der Snæfellsjökull liegt bei 1500 Meter. Und das Wetter kann hier oben relativ schnell sich verändern. Insofern ist es immer ratsam, genau zu gucken, wie das Wetter hier oben ist, beziehungsweise was einen hier erwarten kann. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz in Tradir, südlich der Snæfellsnes-Halbinsel angekommen. Heute Morgen sind wir in Grundarfjörður gestartet und haben eine Runde um Snæfellsnes gedreht. Aber kurz vor Arnarstapi wurde der Touristenstrom so groß, dass wir gesagt haben, nee, das reicht uns heute. Und dann sind wir eine sehr schöne Passstraße gefahren, die Passstraße 570. Sollte man am besten mit allradbetriebenen Fahrzeugen oder einem Jeep fahren, weil es an einigen Stellen dann doch relativ schwierig ist, da den Berg rauf zu kommen. Ja, die Erkenntnis des Tages: Es kann manchmal in Island verdammt heiß werden. So heiß, dass es einem in langer Hose und T-Shirt viel zu heiß vorkommt und dass man eigentlich noch mehr ausziehen möchte. Aber mittlerweile, wie man sieht, ich habe schon wieder die Mütze an, es geht ein kühler Wind. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir hier noch einen Hotpot gefunden haben, der an der Straße gelegen hat. Der war zwar nicht gut ausgeschildert, aber wir haben ihn trotzdem gefunden. Der war auch auf der Webseite hotpotisland.com eingezeichnet. Ein sehr schöner Hotpot, sehr schön zum Entspannen. Und jetzt sind wir hier am Campingplatz und genießen den Abend.